Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir befinden uns im zweiten Teil von dem Szenario-Paket aus dem Hause Fair System Sound Design und werden heute den ICE 377 von Mannheim nach Karlsruhe Hauptbahnhof fahren. Das Ganze in der Swiss-Edition. Und im ersten Teil sind wir ja schon von Frankfurt Hauptbahnhof bis nach Mannheim Hauptbahnhof ohne Störung und mit ohne Verspätung dort angekommen. Diesmal habe ich geprüft, ob der Kommentar funktioniert. Dies ist der Fall. Im ersten Teil hat es leider nicht funktioniert und ich habe es nicht bemerkt. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt besser wird und da gehe ich aber stark von aus. Und natürlich das Ganze wieder in der Swiss-Edition, wie sie es gehört, und werden weiterhin mit dem Steuerwagen des ICE Express Baureihe 101, auch X-Metropolitan Wagen genannt, fahren. Wenn das Ganze gleich mal geladen hat, was hoffentlich nicht mal allzu lange dauert. Da sind wir schon. Das Soundsystem wurde aktiviert. So, Fair System Sound Design ICE 377 nach Basel SBB Teil 2. Abfahrt ist um 21:37 Uhr. So, dann starten wir das Ganze. Werden das erstmal auf Nacht machen, schließlich ist es ja auch abends. Werden den Fahrtrichtungsländer nach vorne verlegen. Werden natürlich die Türen öffnen, ist ja selbstverständlich. Spitzenlicht ist natürlich klar und so, damit wären wir hier eigentlich soweit fertig. Werden uns ein wenig nach draußen begeben. Spitzenlicht ist eingeschaltet. Neben uns steht ein ICE. So, und unser Zug wird über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Die nächsten Halte sind Karlsruhe Hauptbahnhof, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und schließlich Basel-Bad Bahnhof. Bevor wir dann, beziehungsweise der Zug dann in Basel SBB einläuft, beziehungsweise einfährt. So, an Gleis 1 fährt jetzt gleich ein Zug durch. Da kommt er schon. Na, der hat Mut. Der wird rangiert. Ich dachte gerade, der fährt ohne Steuerwagen, aber der wird rangiert. Na dann. So, da ist hier angesprochene Zugfahrt. Eine Doppeltraktion 182er. So, und der ICE wird sich dann jetzt gleich auf Be in Bewegung setzen. Wir hingegen haben noch etwas Zeit.
Hier der 377, Nabend. Und der Fahrdienstleiter Mannheim hier, grüß dich. Du, ich muss dir leider mitteilen, dass sich deine Fahrzeit nach Karlsruhe wohl verlängern wird. Und zwar ist auf der Schnellfahrstrecke ein Zug liegen geblieben und der Kollege ist bei der Störungssuche und kommt erstmal nicht weiter voran. Deshalb muss ich dich leider über Schwetzingen umleiten. In Ordnung, ich guck mal eben nach dem Ersatzfahrplan. Jo, den habe ich hier vorzuliegen. Zum Glück brauchen wir keine Fahrplanmitteilung. Ja, alles klar. Der pünktlichen Abfahrt steht soweit auch nichts im Wege. Danke dir und frohes Schaffen noch. Ciao. Danke gleichfalls. Ciao. Ja, so ist das. Bahnalltag nennt man sowas. Züge werden umgeleitet, Züge haben Verspätung, Züge bleiben liegen. Aber da muss man durch. Meine Damen und Herren, eine wichtige Durchsage. Wegen der Streckensperrung auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe wird der gesamte Zugverkehr über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Ich wiederhole, wegen einer Streckensperrung an der Hochgeschwindigkeitsstrecke wird der gesamte Zugverkehr über die Nahverkehrsstrecke nach Karlsruhe umgeleitet. Die voraussichtlichen Fahrzeiten verzögern sich damit um ca. 20 Minuten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ja, so ist es. Wunderschöner Wagen, gefällt mir sehr. So, jetzt geht's endlich los. Naja, noch einmal ein paar Minuten, Herr Kollege. 37 ist Abfahrt.
Ach ja. Langer, langer Aufenthalt in Mannheim, muss man wirklich sagen. Sind gegen 21:15 in Karlsruhe. Wenn alles gut läuft. So, nur wenige Sekunden. Auf geht's! Nonstop nach Karlsruhe. Dann hüpfen wir mal rein in unseren Führerstand. So, 50 ist nach wie vor angesagt.
Da wird sich unser Schweizer Lokführer auch gleich zu Wort melden. Hoffe ich doch. Na bitte. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen von DB Fernverkehr und des gesamten Zugteams begrüße ich die in Mannheim Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich im Intercity Express 377 auf der Fahrt nach Basel, SBB Mittautin, Karlsruhe Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und Basel-Badischer Bahnhof. Mein Name ist Franco Derski und als Zugchef stehe ich Ihnen mit meinem Team gern zu Ihrer Verfügung. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich oder an die Kollegen des Zugteams. Zu Ihrer weiteren Information, in der Mitte des Zuges befindet sich unser Bordrestaurant, wo Sie die freundlichen Mitarbeiter zu einem herzhaften Abendessen erwarten. Unser heutiges Angebot für Sie ist Zürcher Geschnetzeltes mit Kalbfleisch und Champignon in einer Rahm-Weißweinsoße und als Beilage mit leckeren Rösti zum Preis von 9,95 € oder 11,90 €. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone in das kostenlose WLAN einzuloggen. Bitte beachten Sie noch, dass der gesamte Zug ein Nichtraucherzug ist. Und hier noch ein Hinweis: Aufgrund einer Streckensperrung zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Karlsruhe Hauptbahnhof wird unser Zug über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Deshalb werden wir in Karlsruhe Hauptbahnhof voraussichtlich mit 20 Minuten später erreichen. Die entstandene Unannehmlichkeit bitten wir Sie zu entschuldigen. Im Namen von DB Fernverkehr und des ICE-Teams wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Der nächste fahrplanmäßige Halt unseres Zuges ist Karlsruhe Hauptbahnhof. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen von DB Fernverkehr und dem gesamten Zugteam begrüße ich die in Mannheim Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich im Intercity Express 377 auf der Fahrt nach Basel SBB mit Halt in Karlsruhe Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und Basel Badischer Bahnhof. Mein Name ist Franco Delski und als Zugchef stehe ich Ihnen mit meinem Team gerne zur Verfügung. Falls Sie Fragen haben, so wenden Sie sich direkt an mich oder an Kollegen vom Zugteam. Für Ihre weitere Informationen in der Mitte vom Zug befindet sich unser Bordrestaurant, wo Sie die freundlichen Mitarbeiter zu einem herzhaften Nachtessen erwarten. Unser heutiges Angebot für Sie ist Zürich Schnetzel mit Kalbfleisch und Champignon in einer Rahm-Weißweinsauce. Und als Beilage gibt es feine Rösti zum Preis von 9,95 € oder 11,90 €. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone ins kostenlose WLAN einzuloggen. Bitte beachten Sie auch, dass der ganze Zug ein Nichtraucherzug ist. Und da kommt noch ein Hinweis: Aufgrund der Streckensperre zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Karlsruhe Hauptbahnhof wird unser Zug über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Deshalb werden wir Karlsruhe Hauptbahnhof voraussichtlich mit 20 Minuten Verspätung erreichen. Die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung. Im Namen von DB Fernverkehr und des ICE-Zugteam wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Der nächste fahrplanmäßige Halt unseres Zug ist Karlsruhe Hauptbahnhof. Immer wieder ein Erlebnis, dieses Schweizerdeutsch. Kann man nicht oft genug sagen. Also es ist wunderschön, das Ganze mal in dieser Edition zu fahren. Schweizerdeutsch ist wirklich eine sehr schöne Sprache. Ja, gefällt mir sehr. Wie gesagt, dies ist das Szenario-Pack ICE 377 aus dem Hause Fair System Sound Design in der Swiss Edition. Lässt sich für 9,95 € dort erwerben. Nötig sind dafür allerdings die beiden Teile des ursprünglichen Szenarios ICE 377 nach Basel SBB.
So, wenn ihr über Schwetzingen umgeleitet. So, 60. So ganz schön dunkel. Doch mal schnell Fernlicht an. Fernlicht anmachen. Ei! Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. So, schon besser. So. 80 voraus. So, schön geschmeidig mit 80 durch Hockenheim. Wunderschöner Bahnhof.
So, jetzt fahren wir mal wieder auf Geschwindigkeit. Wunderbar. Hinein in die Dunkelheit. Der Bahnhof, den wir passieren werden, ist Waghäusel. So. Ich bin mal gespannt, ob noch rote Signale kommen, folgen werden. Gegen Schluss. Ich meine aber, dass das letztes Mal so war, dass da kurz vor Karlsruhe noch ein rotes Signal auf einmal da war. Oder es taucht einfach jetzt auf. So, da sind wir mal gezwungen zu stoppen. Warum auch immer. Streckensperrung. Wir sind hier am
Rot, wie gesagt. Und unser Gleis ist durch eine Regionalbahn belegt, die sich jetzt langsam aber sicher in den Bahnhof begeben wird, beziehungsweise uns gleich verschwindet. Warten wir mal ein wenig. So, auf geht's. So, ich bin mal gespannt, wie viele rote Signale sich noch uns in den Weg stellen werden und ob wir pünktlich in Karlsruhe ankommen werden. Da bin ich wirklich mal gespannt, was uns noch alles so passieren wird. Abermannsgelb. Aber diesmal haben wir eine Genehmigung bekommen. Das heißt, wir werden zumindest mal auf 100 beschleunigen. So, dann dürfen wir auch gleich endlich 200. Ups, 80. Und wieder rot. Wahrscheinlich. Nee. Rot nicht, aber. So, jetzt sind wieder 200 angesagt. Jetzt wieder 100. Also man muss hier höllisch aufpassen. Jetzt wieder 200. 80? Wahnsinn, was geht denn jetzt ab hier? Jetzt wieder 200? Ja, was denn jetzt? Jetzt haben wir erteilt. So, da hinten ist wieder 60 und so weiter. 50 oder 90. Das heißt, eigentlich brauchen wir hier gar nicht groß aufzuschalten. Wir können eigentlich genauso bei 100 bleiben.
Weil auf 200 wird es eh nicht raufgehen. Wir haben auch schon wieder gelb vor Ankündigung. Beziehungsweise gelbes Vorsignal, so nennt sie es ja ganz korrekt in Bahnerdeutsch. Verweigert, das heißt, ist das Hauptsignal ist rot. Da sieht man es auch schon leicht schimmern. Und das nennt man dann wohl ein Bucket-Szenario. Ich hatte doch grün. Wo kommt denn der plötzlich her? Ja, macht euch ein eigenes Bild davon. Ich denke, ich werde das Szenario einfach nochmal spielen, weil das jetzt hochzuladen hat wenig Sinn. Ja, finde den Fehler. Ihr seht, ich habe kein rotes Signal überfahren. Das würde sonst hier auftauchen. Ist nicht der Fall gewesen. Von daher ist mir das jetzt ein wenig schleierhaft. Warum deshalb das so passiert ist. Ja, es ist passiert. Kann man nicht ändern. Ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.